Hallo, heute endlich mal wieder ein kleines Weinbergs-Update. Der Herbst ist jetzt rum und wir müssen schon wieder ans nächste Frühjahr denken. Wir haben dieses Jahr einen neuen Weinberg dazu bekommen von einem Betrieb hier aus Lohnheim, der aufhört. Und da war Ortega gepflanzt. Ortega, ich weiß nicht, wer von euch schon mal gehört hat. Wir können damit nichts anfangen und deshalb wollen wir den jetzt einmal neu machen. Das heißt, wir machen den alten Weinberg weg und pflanzen einen neuen Weinberg. Hier soll dann die Scheurebe angepflanzt werden. Mal gucken, im Moment ist sie nur in der Feierlaune drin. Vielleicht gibt es sie in Zukunft dann auch mal als eigenen Wein. Das wird die Zukunft dann zeigen. Ja, wenn wir einen Weinberg wegmachen, dann ist es so, dass wir im Prinzip als erstes mal damit anfangen, dass wir am Stock alles abschneiden und das Holz wegmachen, das alte Holz rausziehen, das wird klein gehäckselt und dann muss natürlich auch der Draht weg, die alten Stickel, also die Pfähle müssen raus, muss alles weg, damit wir dann den Boden einmal umgrubbern können, dass da einmal Luft reinkommt, dass er einmal platt gemacht wird, damit wir dann fürs Frühjahr einfach den perfekten Boden kriegen mit schön lockerer Erde, wo wir dann die neuen Reben dann pflanzen können. Den Stock, den haben wir jetzt schon abgeschnitten, das ist schon eine Woche her und deshalb ist das Laub auch schon komplett verwelkt. Jetzt ziehen wir noch das Holz raus, das heißt, alles muss weg. Kommt in die Mitte von der Reihe und dann können wir das Holz dann klein häckseln, dass das wieder als Humus für den Boden da ist. Und dann geht es mit den nächsten Schritten weiter, dass wir alles, was Metall ist, rausholen. Und dann als letzter Schritt werden die Knorzen, also der Rebstamm, noch mit einem großen Traktor rausgemacht. Ja, ihr seht, das ist mal wieder sehr, sehr viel Handarbeit. Hier nimmt uns keine Maschine was ab. Das ist alles nur Muskelkraft, die man da nehmen kann. Gut, die Schere und das Häckseln macht der Traktor, aber alles Handarbeit. Aber es ist eine Arbeit, die wir für die nächsten 25 Jahre machen. Also ist wichtig und es macht auch irgendwie Spaß. Ja, natürlich darf die kleine Nala nicht fehlen. Die fühlt sich hier wie ein Kind im Bälleparadies. Alles voll mit Stöckchen und die fragt sich, was wir mit den ganzen Stöckchen machen. Okay? Dass wir dir nicht jedes Stöckchen werfen, ist schon frech. Die hat auch Spaß im Weinberg.